Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei uns in Ettlingen, aber auch an den Bildschirmen zu Hause, wenn ihr das übers Internet anschaut. Wir treffen uns mal wieder im Expertenforum, diesmal zum Thema Digitalität, Digitalisierung und haben es auch noch ein bisschen weiter eingegrenzt auf das Thema Datenerhebung, Datenerfassung und Verarbeitung. Wohin geht's? Was gibt es momentan auf dem Markt? Und haben dazu eine tolle Expertenrunde zusammenholen können. Ich darf die ganz kurz mal vorstellen. Ganz links Boris Krismanschit, Senior Consultant von Erminas, ist auch ein Keynote Speaker oder der Keynote Speaker heute gewesen, wurde heute schon vieles Tolles erzählt vorhin. Dann haben wir links neben mir den Simon Heinz, Leiter Digital Services von Milon Industries. Zu meiner Rechten sitzt der Walter Süß, er ist Geschäftsführer von Intratec und somit Softwareanbieter, versiert in der Branche. Und dann ein zweiter, der Sascha Peter, Digital Sales Specialist von Technogym. Und ganz rechts Nico Scheller, Insider in Sachen Digitalität aus der Fitnessbranche, Betreiber von InShape, der InShape-Kette aus dem östlichen Raum von Stuttgart, kann man sagen. Ne? Okay, ich will aber noch ein bisschen mehr gerne Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Gäste, über diese Menschen präsentieren. Und das machen Sie aber lieber selber. Boris, fang du mal an. Was kannst du kurz zu dir sagen? Ja, mein Name ist Boris Krismanschic. Ich komme aus der Industrie und bin im Bereich Industrial IoT unterwegs, also Industrial Internet of Things. Und ich digitalisiere alles Mögliche von Fertigungsanlagen über Bahnanlagen bis hin zu Physiotherapiegeräten. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Simon Heinz. Ich verantworte die Softwareproduktentwicklung bei der Firma Milon, das heißt die Trainingsplanung, Dokumentation, die Mitgliedermotivation und die Anwendung, um Anlagen besser zu steuern. Vom Background her bin ich Wirtschaftsinformatiker, habe im Bereich auch publiziert zum Wechselverhalten in Software-Ökosystemen und bin neben meiner Tätigkeit bei Milon Berater und Unterstützer des Lead Accelerator Programms der Adidas Familie, wenn es um neue Produkte und Innovationen in der Sporttechnologie geht. Mein Name ist Walter Süß, ich bin Geschäftsführer bei Intratec und wir bieten und entwickeln Software für die Fitnessstudios. Unser Hauptthema ist im Moment, die Studiobetreiber bei der Digitalisierung zu unterstützen. Mein Name ist Sascha Peter, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Firma Technogym, seit 2 Jahren für den Vertrieb unserer Softwarelösung in der südlichen Hälfte von Deutschland verantwortlich. Das bedeutet, ich begleite den Vertrieb und unterstütze ihn im Lösungsverkauf unserer digitalen Produkte. Ja, und mein Name ist Nico Scheller. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der InShape Fitness Clubs, gemeinsam mit meinem Partner Michael Schetter. Ich komme auch aus der IT, habe Wirtschaftsinformatik studiert, war 10 Jahre lang auch in der IT, teilweise selbstständig, habe eine eigene Softwarefirma gehabt und vor 11 Jahren dann mit eingestiegen in die InShape Fitness Kette. Dankeschön. Wir haben vorhin vom Boris schon mal ein paar Thesen gehört. Vielleicht würdest du dir mal als Einstieg in die Podiumsdiskussion noch mal kurz zusammenfassen. Wohin geht es aus deiner Sicht so ganz grob gesehen, wenn man in die Zukunft blickt? Das jetzt ganz schnell zusammenzufassen, ist gar nicht mehr so einfach. Ja, der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass sich die Anbieter noch weiter ausdifferenzieren werden in puncto, wer macht das eigentliche mechanische Eisengeschäft, also wer baut die Geräte, wer baut dann die Computer, die für die Geräte entwickelt werden, dann wer schreibt die Software, die die Daten verwaltet und die das Gerätemanagement übernehmen, und dann wird es noch einen neuen Zweig geben aus meiner Sicht, wer schreibt die Software für die Anzeige. Da wird es auch Richtung Gaming immer stärker gehen, dass man verschiedene Anzeigen für verschiedene Nutzergruppen hat, um bessere User Experience zu geben. Dann wird es technologisch aus meiner Sicht 2 Richtungen geben. Die eine Richtung ist Bring Your Own Device. Das heißt, mit den Smartphones sind sehr mächtige Geräte, die mit auf die Trainingsfläche genommen werden, dann auch mit nach Hause genommen werden. Eine super Möglichkeit zum Beispiel über Android-Apps sowohl die Trainingsgeräte zu verknüpfen, als auch die Daten zu Hause und das persönliche, die persönliche Fitnesswelt damit zu verknüpfen. Die zweite Welt, die damit reinkommt, sind Linux-basierte Computer, mit denen halt viele Systeme ausgerüstet werden, wo man sagt, wir wollen nicht auf die Smartphones gehen. VR wird sicherlich
irgendwann ein wichtiges Thema sein, jetzt noch nicht, weil dafür ist die Hardware einfach noch viel zu kostenintensiv, das dauert noch. Ich glaube sehr stark daran, dass sich viele kleine Schnittstellen bilden werden, die man covern muss, zum Beispiel eine Schnittstelle, standardisierte Schnittstellen, wie die Geräte die Sensorinformationen an die Software weitergeben, wie Darstellungssoftware, also diese Games, die Frontends, wie die auf diese Daten zugreifen können. Im Bereich Monetarisierung wäre vielleicht sowas oder Datenschnittstellen zur Generierung von Wissen auf den gesammelten Daten. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube auch, dass man sich sehr stark die Ökosysteme angucken muss. Produkte haben meines Erachtens ausgedient. Es geht auf Lösungen. Der Mensch möchte kein Auto, er möchte Mobilität. Das Ganze lässt sich übertragen, also diese serviceorientierte Kultur. Und ganz in den Fokus, denke ich, muss man die User Experience setzen, weil es geht immer darum, welches Erlebnis hat der Kunde mit dem jeweiligen Programm beziehungsweise mit den jeweiligen Produkten, die er auf der Trainingsfläche vorfindet, beziehungsweise den Fitnessstudios selber. Und das gesamtheitlich zu betrachten und durch Sammeln von Daten immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren in so einem laufenden Prozess, das wird, glaube ich, der Schlüssel sein für das Erlebnis auf der Trainingsfläche in der Zukunft. Boris, dankeschön. Das wurde schon ein bisschen diskutiert im Vorfeld auch. Nico, wo sind wir da heute? Du hast ja einige Studios und kommst eigentlich aus der digitalen Welt und bist bestimmt diesen Thesen gegenüber nicht abgeneigt. Aber wie sieht die Realität aus? Ja, absolut. Also ich sehe das auch, dass der Weg dahin gehen muss. Aber ich sage das vorher ja, als ich vor 11 Jahren in die Fitnessbranche gekommen bin, habe ich mich in die Steinzeit zurückkatapultiert gefühlt. Was vor 10 Jahren da war, das war einfach unterirdisch. Digitalisierung hat da eigentlich noch gar nicht stattgefunden und wenn dann nur rudimentär und zwischenzeitlich sind wir ein Stück weiter, aber noch ganz weit davon entfernt, mal den Weg zu bestreiten, den du gerade eben beschrieben hast. Also ich sehe, dass wir viele Anbieter haben, die Insellösungen haben, die mittlerweile auch teilweise cloud-basiert sind und auch ganz gut, aber eben alles Insellösungen und wo die Customer Journey eben gar nicht berücksichtigt wird. Ja. Und von Customer Journey, das ist auch für viele Clubbetreiber, glaube ich, noch ein Fremdwort, wo es eben darum geht, wie wird der Kunde denn überhaupt erstmal auf mich aufmerksam, wie kann ich ihn überhaupt von mir überzeugen, über Content ihn auch von mir zu überzeugen, bis er dann das erste Mal im Club ist, die ganzen Daten zu erheben, dann weiterzureichen in den Trainingsbereich, ein ordentliches Retention-Management zu machen, bis dann hin zur Kündigung und dann vielleicht auch wieder zur Reaktivierung. Und da sind einfach unheimlich viele Module, viele Bausteine drin, die jetzt auch von beispielsweise Körpermessungsanalysen und so weiter da sind, die da mit reinspielen, bis hin zu Wearables, also irgendwelche Fitness-Tracker oder Uhren, die man da mit einbeziehen kann. Aber dann natürlich auch in dem Bereich Mitgliederverwaltung, weil die ganzen Daten bringen mir nichts, wenn nicht auch meine Verwaltung oder meine Trainer und so weiter darauf dann reagieren können. Und dieses Geflecht so aufzubrechen, dass da Schnittstellen geschaffen werden können, da fehlt meiner Ansicht nach auch noch viel Sensibilisierung zum einen der Betreiber und zum anderen aber auch der Hersteller, dass sie sagen, ja, ich bin mal so offen und schließe mich einem Gremium an und wir schauen, dass wir da gemeinsam einen Mehrwert bieten, dann gemeinsam ist der Mehrwert wesentlich höher, als wenn ich immer versuche, meine Insel hier weiter voranzutreiben. Simon, ich weiß, bei Milo gibt es ja auch die Ansätze, ganzheitlich vorzugehen, das Studio als Ganzes zu betrachten, das Ganze auch auf digitaler Ebene zu vernetzen. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Ihr bietet an, wird es so angenommen? Wie stark fangen solche ganzheitlichen Konzepte auch an, den Markt sich durchzusetzen? Oder ist es alles noch Wunschdenken? Wunschdenken würde ich nicht sagen, aber ich würde gerne auf dich Bezug nehmen, weil es ist, was du gerade gesagt hast, User Experience, das Wandern durch die Anlage, die Erfahrung, die man gestalten möchte,
ist noch ein bisschen ein Fremdwort. Was möchte ich da? Wir haben Anlösungen, wir haben gewisse Gerätschaften, wir haben Hardware, wir haben Verwaltungszugangssysteme, die sind da. Aber die Frage ist dann, auf die wir dann treffen, wenn wir sowas anbieten, wie möchtest du, lieber Unternehmer, das gestalten? Welche Erfahrung möchtest du bieten? Wie bist du positioniert? Was drückst du aus? Und dann kann man in eine Diskussion einsteigen, dass man eine vernetzte Lösung hat. Dass man sagt, okay, man bringt gewisse Partner ins Spiel zur Verwaltung, zur Analyse, zur Trainingsplanung, zur Dokumentation des Trainings. Da folgen dann im Endeffekt die Angebote der Nutzererfahrung. Und da haben wir natürlich ein gewisses Angebot, auch zum Beispiel jetzt, dass wir Trainingsgeräte nicht nur im Zirkel, sondern auch die freie Fläche auch stellen können, um was zu dokumentieren und auch darzulegen und dass dann mein Trainer eine bessere Betreuung bieten kann. Aber wie gesagt, es fängt vorne an, sagen, welche Erfahrung möchte ich bieten und dann folgen Systeme und Abläufe dahinterher. Und wie groß ist der Wunsch beim Studiobetreiber? Wie oft wird überhaupt einer geäußert oder sagen Sie, oh, lasst mich nicht, bitte auch noch in Ruhe irgendwie? Vor 3 Jahren, als wir mit dem Thema Connected Training System angefangen haben, haben wir ein Beispiel gebracht und haben gesagt, wäre es nicht schön, dass du deine Stammdaten auf der Trainingsfläche nicht nochmal eingeben musst, weil sie automatisch aus der Verwaltung übergeben werden und der Dublettencheck gemacht wird. Wurden wir mit großen Augen angeschaut. Gott sei Dank sind wir jetzt, nach zwei, drei Jahren, in einem Feld, dass Kunden zu uns kommen und sagen, das ist unser Standard, wir möchten das von euch haben und was können wir noch weiter verknüpfen? Okay. Also ich sehe schon, dass wir auf einer Reise sind, aber wir, sage ich mal, die Segel sind jetzt nicht so stark gesetzt, dass wir unheimlich gut da durchfahren. Also gibt es noch sehr, sehr viel zu erkunden und zu ergründen. Also ich glaube, man sollte den Fokus da vielleicht ein bisschen wechseln. Ja? Du sagst, was möchte der Betreiber? Ich denke, wir sollten vielmehr den Fokus auf den Kunden richten. Ja? Also weil wenn du gerade mal schaust, was hat Amazon so erfolgreich gemacht? Total Customer Satisfaction. Ja? Dass wir wirklich schauen, was ist denn das, was der Kunde möchte? Ja? Und ich habe vor 5 Jahren war ja ganz groß der Hype, dass die Club-Apps angeboten wurden, Öffnungszeiten drin standen und ein paar Clubinfos und vielleicht der Kursplan und ich habe mich da immer gefragt, wo ist der Kundennutzen? Ja, weswegen soll ein Kunde eine solche App installieren? Und da ist meiner Ansicht nach, sollte wirklich der Fokus drauf gelegt werden, was möchte der Kunde? Wie möchte er das Ganze gestaltet haben? Welche Interaktion möchte er denn überhaupt digital mit dem Club haben? Und ich glaube, das fehlt momentan. Ja? Jeder schaut eben, ob es jetzt wie gesagt ein Körperanalysehersteller ist, dann macht er seine eigene App, dann kommt meinetwegen ein Verwaltungssoftwarehersteller, der macht eine eigene App und so weiter und so fort. Aber der Kunde ist Mitglied in dem Club und er möchte das alles aus einer Hand mit einer Oberfläche und so weiter und so fort und das Ganze in einem geschlossenen System. Und ich denke, das sollte der Ansatz sein, dass man diesen Weg wählt und nicht, was der Clubbetreiber vielleicht möchte oder was der Hersteller möchte, sondern wirklich diese völlige Kundenorientierung. Das ist meiner Ansicht nach der richtige Weg. Hört sich gut an. Vielleicht, Sascha, ich weiß, ihr habt auch das Thema Kundenfokussierung schon längere Zeit mit Kundensegmentierung und so weiter im Fokus. Äußert sich das auch schon so, dass die Kunden da Interesse äußern und dass man darauf zugehen kann? Was die so wünschen, die Mitglieder? Absolut. Also der Punkt ist, die Firma Technogym hat die Endkunden schon lange immer im Blick und schaut, wie ist die Entwicklung. Und wir hatten noch nie so eine starke Entwicklung in allen Märkten hin zur Fokussierung auf den Endnutzer. Und um dessen Bedürfnisse zu befriedigen. Und es ist einfach eine Wandlung in dem Ganzen, auch gerade im Fitnessmarkt, zwischen am Anfang, wo hilft mir die Software, wirklich ergebnisorientiert zu sein und dadurch eine hohe Motivation zu erreichen, hin zur Erlebnisorientierung. Der Kunde will was erleben, und zwar nicht nur im Fitnessstudio, das ist in allen Bereichen so, wie man auch im Vortrag von Nico schon gehört hat. Und man muss sich jetzt einfach überlegen, wie schaffe ich diese Erlebnis? Ich fand es super, wie Nico das gesagt hat, der Kunde will alles aus einer Hand. Ich will keine 5 Apps für einen Studiobesuch auf dem Handy haben. Ich will nicht 10 Accounts. Ich will das durch eine App haben oder durch eine nahtlose Lösung. Und ich fand es interessant, wie du vorhin gesagt hast, dass als du in die Fitnessbranche kamst, das alles Steinzeit war quasi vor 10 Jahren, muss ich korrigieren, in Deutschland. In den anderen Ländern, die wenigsten wissen es, seit 96 schon Trainingssoftware, seit 2012 haben wir es cloudbasiert gemacht, gibt es alles, wir haben Formate für nahezu jeden Bereich, nur wir sehen selber, dass es in Deutschland ein ganz anderer Markt ist und hier wird sich eher vorgetastet, was funktioniert nicht, aber das kommt am Ende. Und wer jetzt, sage ich mal, die breiteste Palette hat von funktionierenden Gesamtlösungen und sich für die anderen Dinge, für den Schnittstellenpartner sucht, die auch etabliert sind,
der hat meiner Meinung nach in Zukunft ja schon die Daten gesammelt und damit auch die besten Chancen, langfristig aktiv zu werden. Auch wer in Deutschland den Schritt macht, glaube ich, frisst nicht unbedingt der Große den Kleinen, sondern wirklich hier der Schnelle den Langsamen. Walter, ihr seid ja, glaube ich, auch da relativ weit, was die Entwicklung solcher Schnittstellen und Vernetzung angeht. Ist das richtig? Kooperationspartner? Ja, ich glaube aber, dass das ganze Thema Schnittstellen-Thematik noch ziemlich im Argen ist. Wir sprechen ja im Grunde von Standardlösungen. Wir haben als Intratech natürlich im Angebot auch eine Standardschnittstelle, JSON. Was ist aber unterm Strich dann Tatsache? Jeder große Anbieter will individuelle Lösungen. Das heißt, wir sprechen permanent von Veränderungen. Ich möchte es an einem Beispiel, an einem anderen Beispiel kundtun. Beim DFG hat man einen Arbeitskreis. DFG muss man dazu sagen, Deutscher Industrieverband der Fitnessindustrie. Ja. Danke. hat man einen Arbeitskreis zum Thema standardisierte Schnittstelle. Und in der Tat ist es uns dort gelungen, für die Inkasso-Übergabe eine standardisierte Schnittstelle zu entwickeln. Das heißt, die einzelnen Softwareanbieter können mit dieser Standardschnittstelle über ihren Studiobetreiber die überfälligen Forderungen dann automatisiert an jeweiliges Inkasso-Unternehmen übergeben. Da sind wir noch nicht ganz so weit im Fitnessbereich, was die Studio-Software betrifft, aber die ersten Ansätze sind auch hier vorhanden. Du hast gerade eben noch genau, kurz ich glaube, es gibt viele, sage ich mal, das Thema Schnittstellen zwischen, sage ich mal, verschiedenen Anbietern und Lösungen, aber ich glaube, die viel größere Herausforderung, was du auch nochmal herausgestellt hast mit der Nutzererfahrung, ist, dass der Anwender oder wir als Menschen, als Individuen uns durch verschiedene Ökosysteme bewegen. Ökosystem Gesundheit, dann kommen wir ins Training, Ökosystem Mobilität, Ökosystem, Finanzen und überall trage ich sozusagen meinen Rucksack an Informationen mit mir rum und erwarte eigentlich dort eine Hochindividualisierung meines Dienstleistungsangebotes. Und genau vor dieser Herausforderung stehen wir, glaube ich, als Industrie insgesamt. Welche Schritte müssen wir gehen miteinander, mit unseren Kunden, mit Inhabern, aber auch mit dem Trainierenden oder mit dem Endkunden und welche Erwartungen hat er und wann hat er diese Erwartung? Und das ist so eine sehr große Herausforderung, was du auch als These ausgeworfen hattest. Boris, du hast auch in unseren Vorgesprächen ein bisschen erzählt, was du sonst so gemacht hast, aus der Industrie, wo auch sehr viel getrackt wird mittlerweile. Alle haben gesagt, meine Güte, die Fitnessindustrie ist noch relativ weit zurück oder die Fitnessbranche, die Industrie vielleicht geht deutlich schneller voran jetzt vielleicht als irgendwo der Anbieter im Markt. Und du hast dann gesagt, naja, aber in anderen Branchen ist es ähnlich. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Benchmark geben. Ist es wirklich alles so ganz schlimm oder haben wir Chancen, nicht ganz das Schlusslicht zu sein mit der Fitnessbranche? Ich mache immer eine sehr, sehr interessante Feststellung. Wen immer ich frage, die sagen grundsätzlich, in unserer Branche, wir sind ja ganz hinten. Und das ist egal, in welche Branche man geht. Wahrscheinlich nur in Deutschland. Alle sind ganz hinten in Deutschland. Alle anderen Branchen sind ja schon viel weiter weg. Das kommt halt aus den zwei Möglichkeiten von, das gibt's schon. Klar, es gibt 3D-Drucker, die ein Haus drucken können. Gibt's schon. Gibt es hier aber noch nicht auf der Straße. Es gibt selbstfahrende Autos, gibt es schon, gibt es aber auch noch nicht auf der Straße. Und dieses Gefühl, man sieht halt immer das, was es schon gibt, im Sinne von, die Technologie ist schon mal irgendwo umgesetzt worden. Und das ist dann immer das, was das Gefühl gibt, dass alle anderen das auch schon haben. In der Industrie gab es gerade, was Standardisierung angeht, den VDMA, der gesagt hat, wir müssen mal, wenn alle Geräte miteinander reden, da war das ja so, die Geräte konnten alle miteinander reden, aber nur mit sich selbst, also mit der eigenen Produktfamilie. Und dieses Industrial Internet of Things führt halt dazu, dass alle Geräte miteinander reden können. Und jetzt geht es halt plötzlich darum, dass alle Geräte Sensorwerte in die Cloud bringen müssen. Wie viele Teile wurden hier erzeugt? Wie sind die Toleranzen? Wie sind die Temperaturen? Wie sind die Härten? Und da ist zum Beispiel eine Standardisierung erfolgt. In der Industrie, da hat sich der VDMA zusammengesetzt und hat gesagt, wir machen es anders als der Rest der Welt, die sich einfach nur über das Vehikel, über den Transportweg geeinigt haben. Die haben gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter und definieren auch, wie wir diese Daten strukturieren, sodass nicht jeder sagen muss, okay, 5 Volt sind bei dir welche Temperatur? Ist das in Grad Celsius oder Fahrenheit? Sondern ich kriege gleich
die Temperatur mit den richtigen Werten und Nachkommastellen. So eine Standardisierung bringt dann sehr viel, wenn man sich vorstellt, dass zwei Unternehmen zusammenarbeiten. Die ersten müssen das Ganze jedes Mal neu bekakeln auf gut Deutsch und die zweiteren, die können sich einfach auf den Standard setzen und loslegen. Beispiel Inkasso, gefällt mir sehr gut. Da sehe ich halt genau das. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, durch eine Standardisierung viele Vorteile zu bekommen. Diese Standardisierung ist in der Industrie erfolgt bei den neu angebotenen Systemen. Die sind aber längst nicht auf den Shopfloors in den Fertigungs- und Produktionshallen angekommen. Was ich da auch sehr interessant finde, ist, es wurde ja immer die Industrie Losgröße 1 und auf der grünen Wiese eine gläserne Manufaktur. Das ist nicht das, was wirklich passiert. Das heißt, Disruption ist nicht das Thema, was überall jetzt zu sehen ist. Alle hatten Angst vor der großen Disruption. Was man jetzt sieht, ist Prozessoptimierung erstmal. Viel effizienter werden bei der Prozessoptimierung und das hat einen Riesenhebel. Das kommt nur leise. Und die kleineren sind witzigerweise schneller als die großen, weil die großen in der Industrie zu langsam sind, um diese Projekte durchzubringen. Finde ich für die Industrie sehr, sehr interessant. Was ich gerade noch sagen wollte zur Customer Journey. Ich finde, das ist eine sehr schöne Reise, wenn man anfängt, über Daten zu sammeln, rauszufinden, was wollen meine Kunden? Warum kommen die plötzlich nicht mehr? Warum kündigen die einen Vertrag? Ich habe ein sehr schönes Beispiel, das ist das Ausfüllen von einem Antrag. Menschen lieben es, Formulare auszufüllen. Und zwar, wenn es darum geht, ein Profil von sich zu erstellen. Wir haben unglaublich viel Zeit. Wir laden Fotos von uns hoch. Wenn wir noch ein Foto von unserer Katze hochladen können und sagen können mit Reglern, was wünschen wir uns? Wie groß sind wir? Welche Schuhgröße haben wir? Das macht uns Spaß. Wenn wir aber vor einem fremden Tablet stehen, ohne Autokorrektur, im Fitnessstudio und müssen da tippen auf einem Gerät, das wir nicht kennen und müssen unsere Daten eingeben und ärgern uns einfach, dass die Autokorrektur nicht gleich schon unsere Adresse reinsetzt. Es ist beides das Gleiche. Ich gebe Daten ein. Aber die Experience, ob ich nun abends auf dem Sofa sitze und gemütlich mir mein zukünftiges Ich konfiguriere durch die Dateneingabe oder ob ich irgendwo unter Stress in einem Durchgangsbereich stehe und da auf einem fremden Gerät mit Gegenlicht Daten eintippen muss, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich finde, das ist etwas, wo man ansetzen kann, auch diese kleinen Schritte gehen, von denen ich halt in der Industrie immer wieder alles sehe, und sagen, messen wir erstmal, was ist denn der Hauptgrund, und dann langsam die einzelnen Gründe nehmen und mit Daten dagegen anarbeiten und dann Lösungen schaffen, die meist gar nicht komplex und gar nicht teuer sind. Darf ich da kurz was erwähnen? Boris, du hast jetzt so ein richtig klasse, tolles Beispiel gebracht, im Fitnessstudio Formular ausfüllen. Das ist aber genau der Punkt, strategisch, der Einstieg in die Digitalisierung. Das heißt, wenn ich von zu Hause, egal um welche Uhrzeit, Samstag, Sonntag, meinen Antrag selber ausfüllen kann, den Anamnesebogen selber ausfüllen kann, dann reden wir hier von Digitalisierung. Warum Digitalisierung? Weil es letztendlich darum geht, insbesondere bei kleineren Studios, schnell zu sein, kostengünstig zu sein und unterm Strich, dass meine Mitarbeiter sich um die Mitglieder kümmern. Nicht im Sinne von Formular ausfüllen, sondern im Sinne von Betreuung. Also das ist ein typisches Beispiel für Digitalisierung, die ja viele Ketten schon im Einsatz haben, nur eben die kleineren Fitnessstudios noch nicht. Wolltest du gerade was sagen? Du brauchst nicht, wolltest du uns den Nico kurz sagen, wie sieht es denn bei euch aus, wenn es ums Thema Formulare ausfüllen geht? Ist das eine Geschichte, die viel im Alltag Raum greift? Gibt es da Optimierungsmöglichkeiten? Ja, mir ist gerade eine Idee gekommen, ja, das wäre... Tatsächlich wollte ich jetzt gerade einen Stift zücken, muss nachher mein Tablet holen, weil wir gerade in dem Thema Prozessoptimierung ja natürlich unheimlich starken Fokus legen. Ja. Das Problem, das wir im Fitnessbereich ja alle haben, ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, Personal zu finden und gut ausgelerntes Personal, und schauen müssen, dass wir das Ganze möglichst so machen, dass die Fehlerquote
möglichst gering ist. Ja. Und zum anderen auch das Thema Zeit. Ja. Die Leute wollen alle eine gute Trainingsbetreuung und wenn ich im 1:1-Termin bin, stehe ich den anderen Mitgliedern nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich sollte natürlich schauen, dass ich die Einzeltermine zeitlich effizient halte und so meine Personalressourcen eben schonend einsetzen kann. Wir setzen da unheimlich viel ein. Also ich denke, wir haben schon einen sehr hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad bei uns im Unternehmen von elektronischen Feedbacksystemen über Anmeldung, die nur noch digital erfolgt. Also wir drucken keinen Vertrag mehr aus, sondern es erfolgt bei uns alles komplett digital. Über Verwaltung, die alles nur noch elektronisch rausschickt, über E-Post und so weiter und so fort. Also wir haben da einen sehr hohen Automatisierungsgrad, aber da ist noch unheimlich viel Luft nach oben. Ja, also gerade wenn auch was das Thema Online-Anmeldung anbelangt. Oder wie gesagt, ich halte es für eine super Idee, ja, wenn zum Beispiel ich ein Mitglied begrüße und er bekommt als erstes mal eine Begrüßungs-E-Mail, hier kannst du schon mal im Vorfeld deinen Anamnesebogen ausfüllen. Eigentlich eine absolut geniale Idee, ja. Weil da habe ich schon mal zumindest eine Viertelstunde gespart, die ansonsten mein Trainer mit dem sinnlosen Formulare ausfüllen dann eigentlich beschäftigt ist. Ja. Also ich denke, da ist unheimlich viel Luft nach oben und das ist genau das Thema, das ich vorher gesagt habe, die Customer Journey, das sollte so sein, dass der Kunde sich nicht belästigt fühlt, aber auf der anderen Seite ist es ja, machen es uns ja andere Branchen vor. Wenn ich heute in Edeka gehe, dann habe ich meine Selbstservice-Kassen, ja, der Kassierer wird abgeschafft, die Leute haben richtig Freude dran, ihre Barcode selber zu scannen und dann nachher nicht mehr in der Schlange stehen zu müssen. Und in anderen Bereichen auch, wenn ich in der Airline bin, Self-Check-In ist mittlerweile größer als normaler anderer Check-In. Also da muss man das Ganze aber so machen, dass es dann wirklich schlüssig ist, dass die Customer Journey passt, dass die Akzeptanz da ist, dass die Leute sagen, ja, die rationalisieren hier nicht, sondern das macht mir trotzdem Spaß und der Servicegedanke ist trotzdem hoch. Und das, denke ich, ist ein Grad, den wir bislang noch nicht erreicht haben. Ja? Und wie gesagt, wo der Fokus einfach auf dem Kunden stehen muss. Finde ich einen super Punkt. Ich kenne einen guten Anbieter, wenn du die verschicken willst. Natürlich. Nee, ich finde es genau der richtige Ansatz, quasi so wie ich es verstanden habe, von euch beiden. Fokus auf den End-User setzen und die Menschen aber nicht rausnehmen. Das ist der für mich wichtigste Punkt, auch worauf wir Wert legen, tatsächlich von Anfang an, von dem Punkt an, wo ich nur ein Interessent bin, bis zu dem Punkt, wo ich natürlich ein sehr zufriedener Kunde bin und immer wieder meine Vertragslaufzeit erneuere, die Leute an die Hand zu nehmen. Wir gucken immer, es ist halt wichtig, dass man schaut, welche Prozesse oder welche Vorgänge können denn automatisiert werden und welche nicht. Also nicht nur einfach wegrationalisieren, sondern wo brauche ich den Menschen noch? Und das wird in meinen Augen noch lange, lange notwendig sein, hoffentlich. Das Mensch zu Mensch hoffentlich niemals raus. Aber wo sind zum Beispiel, ich sag mal, immer wiederkehrende Aufgaben, die ich mir vielleicht nicht merken muss, die können ja ausgegliedert werden, die können in einen automatisierten Prozess eingefügt werden und wie hat es dann nicht nur der End-User ein tolles Erlebnis und sieht das Ganze, sondern wie hat es der Trainerin auch am einfachsten zu arbeiten, wie kann ich hier einen Standard schaffen, den ich dem Trainer wirklich super schnell vermitteln kann, damit, wenn ich eine Fluktuation habe von 50%, die Leute schnell wieder eingearbeitet habe und trotzdem dieselbe Qualität oder zumindest Mindestqualität liefern kann, die Customer Journey nicht beeinflusst. Und der dritte Punkt natürlich, ich als Betreiber muss auch irgendwo ein Controlling-Instrument haben. Ich muss ja schauen können, was geht in meinem Studio vor sich, wie zufrieden sind die Kunden natürlich, wie sind die Check-In-Zeiten. Das Schöne ist, das ist ja nicht mehr nur eine reine Datensammlung von den Check-In-Zeiten der Mitglieder, sondern es kann ja direkt in Bezug zum Kündigungsrisiko hergestellt werden zum Beispiel. Diese Information kann zu den Trainern, der Trainer kann die Mitglieder ansprechen und so wieder die Beratungsqualität extrem erhöhen und für mich eine komplett runde Reise einfach machen. Da stimme ich dir zu. Also wenn wir das Thema Betreuung uns anschauen, ist es, glaube ich, unabdingbar, dass der Mensch, der trainiert, der was für seine Gesundheit tut, zum anderen Menschen geht, aus seiner Sicht zum Experten, wenn er Unterstützung braucht, wenn er Richtung braucht. Und ich glaube, da kann Digitalisierung auf einen riesen Mehrwert schaffen. Nämlich in dem Sinne, dass es zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Grad an Informationen, Tiefe zur Verfügung stellt und den Menschen, in dem Sinne zum Beispiel den Trainer oder Therapeuten, mit noch mehr Kompetenz ausstattet. Weil was passiert heute? Auf der Fläche werden unfassbar viele Datenpunkte erhoben. In einer schieren Vielfalt, die man eigentlich gar nicht in der Kürze verarbeiten kann, verstehen kann und auch gar nicht übersetzen
messen kann an einer Person, die sich eigentlich mit Training und Bewegung gar nicht auseinandersetzt. Wir haben da zum Beispiel den Co-Trainer geschaffen. Ich sage immer, der macht die ganze Drecksarbeit. Der sammelt die ganzen Datenpunkte ein und gibt den Trainer in dem Moment, wo es darauf ankommt, die richtigen Indikationen, um dann ein sinnvolles, qualitativ hochwertiges Gespräch zu führen. Und das ist dann Kundenerfahrung, das ist der Touchpoint, und in dem du zum Beispiel gesprochen hast, auf der Fläche, wo man sagt, da soll man nicht rationalisieren, sondern da soll Digitalisierung die Mehrwerte in der richtigen Zeit zur Verfügung stellen. Ja. Hornbach hat es jetzt auch gemacht, hat auch diese automatisierten Kassen und hat mehr Personal an den Kassen momentan stehen als vorher. Es ist interessant, unser Kleiner, 4 Jahre alt, wird jetzt dort angestellt, weil er unheimlich gerne diese Dinge über den Piepser drüber zieht, sind gigantisch. Und da standen 2 Betreuer neben uns, haben mir erklärt, weil ich natürlich zu doof dazu war, wie das eigentlich funktioniert. Also das ist ein Beispiel, wo ich sage, genau, also da ist eine Automatisierung, die kostet erstmal Geld, Aufwand, Zeit. Personal, Betreuung war toll, das Gespräch mit diesen Menschen. Und das ist bestimmt ein guter Ansatz. Was ich jetzt allerdings vielleicht noch da so ein bisschen mal dazwischen haken will, ist, da werden Daten erhoben, die werden gesammelt, die werden irgendwo hoffentlich datenschutzrechtlich alles einwandfrei irgendwo abgelegt. So, und jetzt kommt, das sind alles Systeme, von wem auch immer. Und jetzt kommt einer, ein Clubbetreiber, und sagt, ich würde jetzt aber gern den Anbieter wechseln. Böses Thema. Dann hat man plötzlich, ne, diese Frage, Schnittstelle, Standard, ja oder nein? Weil in dem Moment, wo die Standardisierung nicht da ist, dann fällt es dem Kunden aus eurer Sicht, dem Clubbetreiber, natürlich schwerer zu wechseln. Das ist wie wenn ich ein Telefon am Anbieter wechsle, wenn ich von der Telekom weg will, wird es schwierig. Oder von einem anderen, um keinen bösen den hier zu nennen. Und da ist jetzt die Frage, wie konsequent würdet ihr es aus Industrie-Sicht jetzt, sage ich es mal, da sein, wenn es darum geht, Standards zu schaffen? Auch unter dem Aspekt, dann vielleicht noch in einen härteren Konkurrenzkampf zu treten, noch eher mal jemanden zu verlieren und zu sagen, oh, heute bin ich dort und morgen dort. Ihr bietet Systeme an, die auf verschiedene Geräte draufkommen. Also diese Vergleichbarkeit, diese Wechselmöglichkeiten, die ja als Voraussetzung diese Standards haben, ist es nicht ein großes Risiko für die Anbieter? Also da habe ich eine sehr klare Vorstellung. Mhm. Am liebsten so kompliziert wie möglich, dass ja keiner wechselt. Klare Aussage. Hatte ich jetzt erwartet. Also es ist so, ich persönlich glaube, dass wenn ein Auftraggeber, also ein Studiobetreiber, wechseln möchte von einem Softwareunternehmen zum anderen, dann hat er dafür einen triftigen Grund. Und dann haben wir im Hintergrund das ganze Thema der Migration. Und bei einem Einzelstudio ist eine Migration absolut überschaubar. Bei einer Kette mit 20, 100, 150.000 Mitgliedern ist es ein Riesen-Act, der möglicherweise sich bis zu einem Jahr hinziehen kann. Warum? Weil es eben keine Standardisierung in der Schnittstelle gibt. Man muss sich mal vorstellen, es gibt hunderte von Tarifen. Wir beklagen uns heute, wenn wir uns ein Handy nehmen, dann suchen wir uns einen Anbieter raus. Innerhalb jedes Anbieters hast du 20, 30 Variationen. Ich behaupte, in der Fitnessbranche von den Tarifen ist es ähnlich. So, und jetzt hat jeder seine eigenen Vertragsgestaltungen. So, und die soll nun ein neues Software- oder ein anderes Softwareunternehmen übernehmen. Dafür gibt es derzeit keinen Standard. Das ist sehr aufwendig. Und das ist auch ein Grund, warum größere Ketten eher selten wechseln, weil das eben ein Riesen-Act ist. Da muss schon sehr viel passieren, eine extrem hohe Unzufriedenheit vorhanden sein, damit so eine Migration dann stattfindet. Und deswegen aber war die Frage, vorher wurde gesagt, okay, Standards sind gut und wichtig, aber sind sie es denn wirklich, ja, oder ist es nur... Aber ich glaube, das ist jetzt schon ein Extrembeispiel, weil kleinere wechseln eher. Nico, wir sind ja auch schon lange im Gespräch, du hast dieses Jahr nicht gewechselt. leider Gottes, aber ich glaube, du kannst es am ehesten beurteilen, was hier für ein Aufwand auf dich zukommen würde. Und da müsstest du mit deinem jetzigen Dienstleister schon sehr unzufrieden sein, was du sicherlich nicht bist, weil sonst hätten wir ja schon ein Gespräch geführt, dass sowas stattfindet. Ich glaube, hier eine Schnittstelle zu schaffen, ist für mich nicht wirtschaftlich relevant. Da gibt es viel andere interessante Themen, Schnittstellen zu schaffen, aber sicherlich nicht für eine Migration. Also ich denke, eine Schnittstelle sollte ja nicht dazu da sein, um die Software zu wechseln. Aber das Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, dass eine Schnittstelle, das
dann leichter macht, die Software zu wechseln, ist halt genau das Gegenteil der Fall. Weil die Kernfunktion einer Verwaltungssoftware, das kann heute, glaube ich, so ziemlich jeder. Also wenn ich eine Software habe, wo ich mir Gedanken machen muss, ob die Lastschrifteinzug funktioniert oder nicht, dann hat er keine Existenzberechtigung mehr. Es geht doch, warum wechsle ich? Weil viele punktuelle Lösungen, die ich momentan brauche, in meiner derzeitigen Software nicht abgebildet sind. Und wenn ich eine Software habe, die offen ist, die Schnittstellen habe, wo ich Individualsoftware, die eine spezifische Lösung abbilden, abdecken kann und die ich an meine bestehende Software anflanschen kann, dann ist ja mein Wechselrisiko viel, viel kleiner. Ja, dann sage ich, ich habe kein Migrationsrisiko, ich habe hier keine Riesenaufwände und das sind in größeren Unternehmen, da gebe ich dir völlig recht, immense Aufwände und Risiken, die dann auch noch damit verbunden sind, dass ich vielleicht Beiträge verliere und so weiter und so fort. Also wenn ich da eine Software habe, die offen ist und wo ich dann meine Insellösungen anflanschen kann, dann glaube ich, da würde sich jeder Softwareanbieter seine Claims eigentlich eher besser abstecken und die Pfründe sichern, als es bislang tut, weil jeder versucht, das möglichst breit abzudecken, es aber nicht kann, weil es kann nicht jeder Spezialist in allem sein und dann daraufhin dann eben seine Kunden verliert. Darf ich mal ganz kurz? Ganz, stopp. Mit Mikro. Wir geben gerne mal kurz eine Frage nochmal raus. Genau. Okay. Ich glaube, also wir sind so viele Studiobetreiber. Name und Michael Wittig, Just Moorfeld ist Lennestadt. Mhm. Ich finde es schön, dass wir jetzt mal hier so ein bisschen wirklich mal in die Praxis reingehen, weil alles, was wir bis jetzt vorher gehört haben, war ja viel Theorie und Digitalisierung ist bis jetzt auch in vielen Bereichen nur Theorie. Ich versuche gerade für mich die Praxis anzupacken, bin leider noch zwei Steps hinter Ihnen. Deswegen, Sie haben andere Probleme, da sagen, ich brauche einen Anbieter, wo ich Schnittstelle reinmachen kann. Ich bin jetzt in der misslichen Lage, dass ich einen Anbieter finden muss, der jetzt momentan zu mir passt, mit der Gefahr, dass der in zwei Jahren nicht mehr zu mir passt und ich vielleicht wieder das ganze Pferd neu aufzäumen muss. Das heißt also, mein Prozess läuft jetzt so, dass ich seit einem Jahr verschiedene Leute abklapper und versuche, das im Endeffekt, was meinen Bedürfnissen, meiner Anlage, meinen Vorstellungen am nächsten kommt, in irgendeiner Weise von irgendeinem Anbieter abbilden zu lassen, was mir bis jetzt noch nicht gelungen ist. Wenn man dann wieder fragt, wie sieht es aus mit den Schnittstellen, gibt es dann die Option, dann ist immer lange Gesichter. Und ich bin genauso schlau wie vorher, weil ich vom Prinzip her ja, eigentlich ins Blaue hinein handeln muss. Ja, das heißt, ich gehe erstmal ein Risiko ein, muss mich dann auf die Aussagen und so weiter verlassen, weil, wie schon gesagt, der Customer wurde ja bisher noch gar nicht gefragt, ja, sondern es wurde ja immer nur der Hersteller uns erklärt, was wir brauchen und was der Kunde möchte. Der Kunde wurde ja noch gar nicht richtig gefragt und bin dann wirklich jetzt in der misslichen Lage, dass ich jetzt vom Prinzip her auf meinen Bauch erstmal hören muss, mit der Gefahr, dass ich in zwei Jahren wieder hier sitze und sage, okay, das war ganz nett und jetzt brauche ich aber jemanden, der es noch besser kann. Und was wäre Ihr Wunsch, was wäre Ihre Frage an die Industrie? Oder? Meine Frage wäre im Endeffekt, warum genau, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass ein Anbieter im Endeffekt alles gut abbilden kann, das geht nicht. Es gibt Leute, die sind im Bereich Testing super, es gibt Leute, die sind im Bereich Trainingsplanung super, im Bereich medizinische Technik super, im Bereich Verwaltungssoftware super. Es kann nicht sein, dass ein Anbieter die Bereiche, die für uns alle relevant sind, Online-Marketing, Direktmitgliedschaften, alles, was für uns wichtig wäre in der Branche, um das Ding auch rund machen zu können, gleich gut ist. Ja, und dass es dann die Industrie nicht in der Lage ist, sowas Einfaches wie eine Schnittstelle, also ja, ein zu definieren, mit der Option, dass wir dann im Endeffekt nicht wieder rumeiern müssen, sondern die Option haben, sagen, okay, pass mal auf, der ist jetzt wirklich besser. Ja, warum kann ich den nicht nehmen? Ja, da muss ich vielleicht alles wieder umschmeißen oder mit einem Riesenaufwand. Und das finde ich halt, hemmt mich jetzt aktuell. Ja? Dankeschön. Ja. Michael, wir haben uns ja draußen schon kennengelernt. Ich bin voll bei dir. Wenn du die Präsentation aufmerksam beobachtet hast, die wir gehalten haben von unserer Seite, dann hast du unter anderem gehört, dass wir Schnittstellenstrategie haben. Und ich bin voll deiner Meinung, dass es so viele Dienstleister gibt am Markt, die für jeden individuell Produkte haben, die ein Softwareanbieter in Gänze gar nicht erstellen, entwickeln und anbieten kann. Drum bin ich voll bei dir im Sinne, wenn du jetzt 4 oder 5 Bedürfnisse hast, dann binden wir als Beispiel jetzt diese Dienstleister an und du kannst die nutzen. Du kannst aber auch heute hergehen, ohne dass du mit unserer Software arbeitest, diese Dienstleister direkt anrufen. Die kommen bei dir vorbei, die stellen dir das Produkt vor.
Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, wenn du ein Softwareunternehmen hast, das bereit ist, diese Schnittstellen anzubinden, dann kannst du diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es aber Anbieter am Markt, die sagen, nee, kommt für mich gar nicht in Frage, mache ich selber und dann dauert es halt so lange. Und die haben auch die Kernkompetenz nicht dazu. Insofern ist das von der Vorgehensweise nach meiner Auffassung die richtige Strategie, unterschiedliche Dienstleister mit anzubinden, um dem Studiobetreiber diesen Service anzubieten. Weil für diese Dienstleister ist das schlicht und einfach das Kerngeschäft. Für mich nicht. Das ist natürlich eine Philosophie. Ich gehe mal kurz weiter. Das ist an sich so ein bisschen die Frage Android oder iOS. Ne? Ja. Und vielleicht können wir da gerne mal auch die Welt aus der Sicht der Technogym-Warte sehen. Ja. Ich bin da auch voll bei dir, Nico. Alles kann nicht von einem Hersteller kommen. Das stimmt. Allerdings schaut man sich die Firma Apple an, die ebenfalls sehr geschlossen sind, sehr viel selbst machen, woran sich Technogym auch gerne orientiert, ist es möglich, das meiste schon selbst abzudecken und durch unterschiedliche Produkte, gerade wenn man eine lange Erfahrung hat in dem Ganzen, die meisten Bedürfnisse von den Betreibern abdecken zu können und vor allem auch der Endkunden. Man muss natürlich dann schauen, wer die Zielgruppe ist, wie gehen wir darauf ein, wer bin auch ich. Da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, weil selten bietet ein Hersteller mit einem breiten Portfolio immer nur eine Sache oder immer dasselbe an, sondern wirklich schon ein bisschen zugeschnitten auf die Kunden. Ich glaube, Schnittstellen müssen da geschaffen werden, wo die Kompetenzen enden, wo wirklich etablierte Marken schon am Markt sind, die schon eine riesen Nutzerzahl hat. Die Nutzerzahl ist alles entscheidend und zwar nicht lokal, sondern global. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man auch, okay, wenn ich mir jetzt in dieser Situation, in der ich mich mal reinversetze in Sie, muss ich ja auch schauen, mit wem arbeite ich denn zusammen, wer ist denn überhaupt noch am Markt in 2, 3 Jahren oder 5 Jahren, sage ich mal, weil auch das ist nicht gleichgesetzt, derjenige, der jetzt eine Software entwickelt oder mal schnell eine Software entwickelt, dass der dann noch da ist. Weil je nachdem, wie diese Firma, die Softwarefirma mit auch auf den Markt reagiert und sich weiterentwickelt, entscheidet darüber, über die Zukunft dieser Firmen. Und da muss man wirklich schauen, wer ist ein strategischer Partner von mir, was haben die vielleicht in der Vergangenheit auch schon gemacht, passt das von der Philosophie her und können die das abdecken und wenn nicht, können wir das irgendwie anders lösen, durch zum Beispiel eine Schnittstelle. Aber Schnittstellen in meinen Augen birgen immer auch Gefahren, dass die Qualität nicht gesichert werden kann, wenn wir vom Thema Qualitätssicherung und Standards sprechen, dann weiß ich nicht, ob mein Partner vielleicht, mit dem ich diese Lösung gemacht habe, in 2 Jahren noch da ist. Was ist, wenn der wegfällt? Dann bricht mir ein essentieller Teil vielleicht von meiner Customer Journey oder von meinem Produkt, das ich anbiete oder von meiner Identität, bricht weg. Schnittstellen, die nicht immer reibungslos funktionieren. Diese Qualität zu sichern, kann man in meinen Augen nur, wenn man so viel wie möglich wirklich eine Sprache spricht und das im Moment am besten, wenn es aus einer Hand kommt. Wie es in Zukunft sein wird, wissen wir nicht. Ob es eine standardisierte Schnittstelle geben wird, solange die Industrie mitreden kann, glaube ich nicht, weil das ist natürlich komplett eine Abgrenzung gibt. Weil dann, wo entwickelt sich das hin? Dann werden, wenn die Maschinen nicht mehr interessant sind, die Biomechanik nicht mehr interessant wird und die Qualität austauschbar ist, dann wird ganz klar der billigste seiner Maschinen in die Studios setzen und sich alle Anbieter irgendwie versuchen, direkt an den Endkunden anzuhängen und über eine Schnittstelle an die Geräte ihr Training zu machen. Wofür brauche ich noch einen Betreiber dabei? Glaube ich nicht, dass es so kommt. Wir haben ein Ökosystem mit einem eigenen App-Store, wo sich zum Beispiel Angry Birds, Gmail, Netflix, bla bla, die können sich da, sind etabliert dort und erweitern diesen App-Store natürlich auch immer mehr. Das glaube ich eigentlich für realistischer, dass die Industrie hingeht mit eigenen App-Stores und sich da ihre Partner raussucht oder auch die Partner anfragen werden. Aber komplett offen, ich sehe es nicht im Moment. Ich komme gleich nochmal auf dich, Nico, aber ich will mal kurz den Boris mal dazwischen fragen. Und dann, an sich war deine These ja eigentlich die andere. Ne? Deine These ist, es wird alles an Spezialisten gehen und das Eisen wird in den Hintergrund gehen. Genau, wir haben ja jetzt die technische Möglichkeit, dass man sagt, wir rüsten ein, ist heute schon da, gibt es mehrere Anbieter, wir rüsten ein beliebiges Trainingsgerät mit einem beliebigen Hardwaregerät aus. Und wenn man jetzt die Plattform Linux und Android nimmt, wäre es dann auch möglich, dieses Hardwaregerät mit beliebigen Software
Lösungen auszustatten, so die Schnittstellen das hergeben und man gleiche Schnittstellen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ist überhaupt ein Interesse da, die gleichen Schnittstellen zu schaffen? Ich glaube, dass auch hier wieder vom Kunden heraus gedacht werden muss, weil die Frage, ob der Kunde bei einem bleibt, ist, stimmt die Customer Journey? Stimmt die User Experience? Und wenn die nicht mehr stimmt, dann wird der Kunde derjenige sein, der das Ganze treibt. Und zwar, wenn der Kunde, der hat ja, ist ja gewisse Dinge gewohnt. Ich bin jetzt beispielsweise mit meinem Smartphone gewohnt, eine gute Navigation zu haben, die ich mit der Sprache benutzen kann. Nun bekam ich ein neues Auto und da war ein Navigationsgerät drin, wo ich gesagt habe, das Ding ist Mist. Was bietet mir das Ding aber an? Es bietet mir an, mein Android oder mein iOS in meinem Auto zu nutzen und mein eigenes Navigationsgerät mitzubringen. Das ist jetzt mal etwas, was ich da kenne. Die Menschen sind jetzt gewohnt, das zu übertragen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, mir gefällt das Design, das Look and Feel. Es ist ja viel, gerade im Sportbereich geht es ja um das Gefühl. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Leute gehen von Facebook weg wegen des Datenskandals, dann geht es gar nicht darum, dass ich darum besorgt bin, dass mit meinen Daten irgendwas passiert. Das einzige Problem ist, Facebook sind nicht mehr die Coolen, weil die haben das nicht im Griff. Die haben ein Imageproblem. Das ist nicht ein Datenproblem, das ist ein Imageproblem, was sie gekriegt haben. Und wenn man jetzt ein Imageproblem an irgendeiner Stelle kriegt und ich habe eine Erwartung, dann möchte ich zum Beispiel etwas, eine bestimmte User Experience von anderen, erwarte ich dann, und das wäre vielleicht auch meine Frage in Ihre Richtung, ob bei Ihnen schon mal jemand angekommen ist und gesagt hat, wir hätten gerne diese und jene Lösung. Was ich beispielsweise schon... Von Mitgliederseite her. Genau, von Mitgliederseite, weil das ist ja die Frage, was wünschen sich die Mitglieder und was kann ich mit der Lösung bieten? Was ich zum Beispiel einmal erlebt habe, da war... Ich komme ja nicht aus dem Fitnessbereich, aber eine Freundin von mir, die kam zu mir und hat gesagt, sie hat mit dem Milon-Zirkel trainiert. Und der Milon-Zirkel hier, das ist eine Marke. Das ist etwas, womit ich in Kontakt gekommen bin. Und wenn ich jetzt feststelle, das hat eine super, ist super gut angenommen, dann möchte ich ja eigentlich auch in der Lage sein, schnell umschalten zu können. Und das, worüber ich auch immer wieder ein bisschen nachgedacht habe, ist so dieses Konzept, wieso nicht? Das, klar, macht es die Hardware zum großen Teil auch aus. Die Qualität der Hardware, die da mitgeliefert wird, ist ja Teil der User Experience. Aber wenn ich in der Lage wäre, die Begleitung von dem User Interface, also von den Oberflächen mit den Trainingsergebnissen, die Art des Trainings, die Art, wie ich durch das Training geführt werde, wenn ich in der Lage bin, das auch auf einem anderen Gerät zu machen, dann wäre es ja zum Beispiel auch interessant, wenn ich sage, ja, ich bin jetzt ein Anbieter, ich kann euch vielleicht beides anbieten. Ich kann euch anbieten, dass ihr das auf dem Gerät habt und wenn ihr einen Kunden habt, der das haben möchte und der sich mit seinem Armband einloggt, dann kriegt er auf dem gleichen Gerät die andere Software gezeigt. Das ist der Weg, den ich meine. Der wird aber nicht von den Bedürfnissen der Betreiber getriggert, sondern von dem, was die Leute verlangen, die da hingehen. Die haben ja eine bestimmte Sache, die sagen, das ist nicht mehr cool genug, ich will das haben. Und dann wird sich in kleinen Schritten auch was tun, denke ich. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr visionär, um das mal so zu sagen. Ich glaube davon, dass ein Gerät das eine Brand in das andere Brand wechselt, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert. Doch, gibt's schon. Gibt's schon, okay. Aber vielleicht noch nicht bei den ganzen... Die Nutzer sind das aber gewohnt und die Nutzer fordern das ja auch. Er lacht bitter. Okay. Gut, whatever. Aber vielleicht trotzdem würde ich jetzt gerne mal kurz da weiterreichen. Die Frage kann man ja beiden stellen. Gibt es von Endverbraucherseite her tatsächlich schon Markennachfrage oder Produkt- oder Angebots-Feature-Nachfrage? Ja, Feature-Nachfragen direkt gibt es natürlich auch. Ja. Also es gibt durchaus Kunden, die sagen, ja, ich wünsche mir, dass ich dieses und jenes geschickt über die App machen kann, dass ich eine Ruhezeit einfach über die App beantragen kann, dass ich die letzten Lastschriften, wenn ich nicht weiß, was genau von meinem Konto abgebucht wurde, dass ich da transparent über die App einsehen kann, was da passiert ist und so weiter. Ja. Und wir hatten wirklich eine ganz rudimentäre Implementierung. Für unsere erste App war die, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne bei uns eine Auslastung, dass man sieht, in welcher Club ist denn momentan wie stark ausgelastet. Das war für uns der... So ein ganz einfaches Feature, ja, dass die Leute einfach gesagt haben, ja, ich möchte gerade gucken, ich möchte jetzt ins Fitnessstudio, wie voll ist es denn da gerade überhaupt oder gehe ich lieber in den anderen Club, wo es gerade nicht so voll ist. Dieses kleine Feature hat bei uns unglaublich die App
App geboostet. Ja. Wir haben da mittlerweile jetzt 13.000 App-Downloads bei uns und ich glaube 26.000 Zugriffe in 2 Wochen immer im Schnitt. Also da geht richtig was durch so ein kleines Feature, das da reinkam. Wir haben das jetzt mittlerweile ausgebaut, aber das sind schon die Nachfragen, die von den Kunden kommen, die sagen, ja, das sind sie auch von anderen Dingen gewohnt. Ja, egal wo, ob bei der Bank, wo auch immer, da braucht man nicht anrufen, da brauchen wir keine Formulare runterladen oder irgendwo einreichen, sondern das ist einfach die Anforderung, dass das Ganze elektronisch passiert. Ja, wir sind zeitlich schon relativ an dem Limit, wo ich sagte, sollte man langsam mal zum Ende kommen. Aber ich will natürlich nichts abbrechen, weil es hochspannend ist. Ich glaube, wir können noch eine Weile weiter diskutieren. Gerne auch noch mal einen Blick in die Runde, falls noch mal Fragen von euch kommen. Dann können wir natürlich auch im Nachgang noch mal weiter diskutieren. Bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch allen. Es war hochspannend. Die Zeit ging viel schneller rum, als ich jetzt gedacht habe. Ich habe einen Schreck gekriegt. Und bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, für euer Interesse und hoffe, dass wir einiges geliefert haben. Ich glaube, was wir nicht geliefert haben, muss ich jetzt auch eingestehen, aber ich glaube, das geht auch gar nicht, ist jetzt ein Tipp, Achtung, so geht's. Dazu sind wir, glaube ich, mit allem noch viel zu sehr am Anfang. Wir sind alle noch am Gucken und zwar egal auf welcher Ebene, in welcher Stufe, ob man ganz weit die Draufsicht hat oder ganz an der Basis ist, muss ausprobieren und ein gewisses Risiko, was die Zukunft alles bringt, das muss man eingehen, wahrscheinlich speziell im Bereich Digitalisierung. Und da kann man nur hoffen, dass jeder Anbieter und doch so verantwortungsvoll ist, die Kunden und letztendlich deren Businesses weiterzutragen, egal wie die Zukunft sich weiterentwickelt. Und ganz sicher wird sie nicht einhellig sein, sondern wird ganz sicher divers sein. Ich glaube, das kann ich auch als Nicht-IT-Experte so offen in den Raum stellen, allein schon diese Dualität der beiden Systeme, die wir gerade eben schon etwas heißer diskutiert haben. Herzlichen Dank nochmal, Ihnen zu Hause auch natürlich, liebe Zuschauer, und bis demnächst mal wieder hier aus Ettlingen bei dem Live-Expertenforum. Dankeschön.